Hallo Deutschland! Geht's euch gut? Mir geht's gut. Gestern ein neues Amerika, heute Koblenz und morgen ein neues Europa. Es ist wirklich eine große Ehre für mich, heute hier im wunderschönen Koblenz zu sein. Bei einem Treffen der ENF-Fraktion und in Anwesenheit so vieler deutscher Patrioten. Und das, wofür ihr steht, ist extrem wichtig. Nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Europa braucht ein starkes Deutschland, ein selbstbewusstes Deutschland, ein stolzes Deutschland, ein Deutschland, das für seine Kultur, seine Identität und seine Zivilisation steht. Europa braucht Frauke statt Angela. Meine Freunde, und das alles, weil Deutschland großartig ist, weil ihr großartig seid, weil ihr eure Pflicht tut. Denn die Alternative für Deutschland und meine Freundin Frauke Petri und ihr alle hier steht gegen den neuen Totalitarismus, der uns heute bedroht. Wir sind am Anfang eines patriotischen Frühlings in ganz Europa und auch hier in Deutschland. Und ich danke euch dafür. Ihr seid das neue Deutschland. Und all unsere europäischen Länder stehen jetzt vor der Frage ihrer Existenz. Meine Freunde, die Vereinten Nationen erwarten, dass sich die Bevölkerung Afrikas bis zum Ende Jahrhunderts vervierfacht. Von 1,1 Milliarden heute auf 4,4 Milliarden. Forschungen zeigen auf, dass im südlichen Afrika jeder dritte Erwachsene auswandern möchte und jeder fünfte in Nordafrika und Nahe Osten. Und viele davon möchten auch in Zukunft nach Europa kommen. Und die Frage, die sich keiner unserer regierenden Politiker jetzt stellt, ist, wie schützen wir unser Land und unsere Identität von der Massenimmigration? Wie schützen wir unsere Werte? Wie schützen wir unsere Zivilisation, unsere Kultur, die Zukunft unserer Kinder? Das sind die elementären Fragen, die wir jetzt beantworten müssen. Und in den vergangenen Jahren haben unsere Regierungen Millionen Menschen unkontrolliert in unsere Länder strömen lassen. Unsere Regierungen haben eine gefährliche, offene Grenzenpolitik verfolgt. Und ich weiß, und Sie auch, als die Bürger Osteuropas in 1989 dem Kommunismus entsagten, waren sie inspiriert. Inspiriert von Dissidenten wie Alexander Solzhenitsyn, Václav Havel, Wladimir Bukowski und andere, die ihnen sagten, dass die Menschen ein Recht, aber auch eine Verpflichtung haben, innerhalb der Wahrheit zu bleiben. Und die Freiheit, meine Freunde, die Freiheit erfordert ewige Wachsamkeit. Und das gilt auch für die Wahrheit. Und Alexander Solzhenitsyn fügte jedoch hinzu, dass, und ich zitiere, die Wahrheit selten süß ist,
sie ist fast ausnahmslos bitter. Und lasst uns. Und lasst uns der bittere Wahrheit ins Auge sehen. Unsere Regierungsleiter haben ihre Fähigkeit verloren, die Gefahr zu erkennen und die Wahrheit zu verstehen, weil sie die Freiheit nicht mehr wertschätzen. Politiker von fast allen etablierten Parteien befördern heute unsere Islamisierung. Fast das gesamte Establishment, die Elite, Universitäten, die Kirchen, Gewerkschaften, die Medien, Politiker setzen unsere schwer ertrotzten Freiheiten jetzt aufs Spiel. Sie sprechen über Gleichheit, aber vermögen es erstaunlicherweise nicht zu sehen, dass im Islam die Frauen weniger Rechte als Männer und Ungläubige weniger Rechte als die Anhänger des Islam haben. Sie sind blind für die Wahrheit, aber wir sind das nicht. Und wir akzeptieren es nicht, dass sie blind sind für die Wahrheit. Wir akzeptieren es nicht länger, dass die Leute von ihnen im Stich gelassen wurden. Und es zerreißt mich das Herz, wenn ich sehe, dass die Leute fremd in eigenem Land geworden sind, fast überall in Europa. Aber es ist doch unser Land. Es ist unser Land. Es ist euer Land. Es ist unser Land. Und es ist unakzeptabel, dass sie Angst haben um die Zukunft ihrer Kinder. Dass Frauen Angst haben. Juden, Ex-Muslime, Christen. Alle bangen sie um ihre Sicherheit. Und Tag für Tag, jahrelang, erleben wir den Verfall unserer liebgewordenen Werte. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Meinungs- und Redefreiheit, die Toleranz von Homosexualität, all das ist jetzt im Rückzug. Und ich sage Ihnen, meine Freunde, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Deutschland oder ein anderes Land Europas sich selbst abschafft. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass unsere Heimat bleibt. Wir wollen bleiben, wer wir sind. Und wir sind sicher, frei, demokratisch, stolz auf unsere Kultur. Meine Freunde, was wir heute sehen, ist, dass die Angst regiert. Viele Menschen sind verzweifelt. Unsere Regierenden sind feige. Unsere Sicherheit geht verloren. Unsere Freiheit ist in Gefahr. Und viele normale Menschen haben Angst zu sagen, was sie denken. Frauen haben Angst. Eben Frauen haben Angst, ihr blondes Haar zu zeigen. Und diese Scharade muss beendet werden. Mehr und mehr Menschen fordern das. Wir fordern das. Und ich sage Ihnen, genug ist genug. Und dann gibt es natürlich auch noch das Gefahr
große Gefahr des islamischen Terrorismus. Ein deutscher Undercover-Journalist deckte kürzlich auf, dass manche Flüchtlingeunterkünfte zu Brutstätten für Terroristen geworden sind. Und die Konsequenzen sind für jedermann sichtbar. Man erinnere sich an das Massaker auf der Berliner Weihnachtsmarkt. Man erinnere sich an den schwarzen Terrorsommer letztes Jahr auch hier in Deutschland. Man erinnere sich auch an Köln und die Massenübergriffe auf hunderte unschuldiger Frauen. Und unsere Regierungen versäumen es jedoch, irgendetwas zu tun. Aber wenn wir nichts tun, hören wir auf zu existieren. Manche Immigranten kamen hierher mit gänzlich anderen Wertvorstellungen. Und das ist eine Tatsache, keine politische Tatsache, aber eine Tatsache bestätigt von Wissenschaftlern, wie die holländische Professor Ruud Koopmans, der arbeitet hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Und seine Untersuchungen ergaben, dass etwa die Hälfte aller Muslime in Deutschland nach den Wurzeln des Islam strebt. Professor Koopmans sagt euch und auch, und ich zitiere, dass von einer Milliarde Muslime weltweit zwischen 10 und 20% bereit sind, Gewalt zu akzeptieren, auch gegen Zivilisten, um den Islam zu verteidigen. Ende Zitat. Aber trotz all diese schrecklichen Warnungen weigern sich unsere Regierenden, den Elefanten im Raum zu sehen. Und die Menschen haben das Politikkorrekte von den Eliten satt. Haben sie es satt oder haben sie es nicht satt? Wir sind die Eliten satt, die ihnen eine schöne, heile Welt vorhalten, in der alle Kulturen moralisch gleichwertig sind. Die Menschen verlangen, wir verlangen nach der Wahrheit. Und wir müssen ihnen die Wahrheit sagen, weil die Menschen ein Recht auf die Wahrheit haben, weil das Volk nicht im Stich gelassen werden soll. Wir hier zusammen, wir sind die Hoffnungsträger der Menschen und wir werden sie nie enttäuschen, nie. Möglicherweise habt ihr davon gehört, dass die Regierenden in den Niederlanden versuchen, mich zum Schweigen zu bringen. Aber ich sage euch, ich werde nie meinen Mund halten. Ich stehe auf viele Todeslisten nur, weil sie mich hassen, weil ich Islamkritik habe und ein Freund Israels bin. Aber ich werde niemals schweigen, trotz aller Drohungen von Politikern und Terroristen, denn die freie Meinungsäußerung ist, meine Freunde, die Grundlage der Demokratie. Es gibt jedoch auch viele positive Nachrichten. Es gibt Grund zur Hoffnung. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es werden bessere Zeiten kommen. Der Wind begann sich im letzten Jahr zu drehen. Und er hat uns den Sieg, und von hier gratuliere an die Sieger von Amerikas Präsident Donald Trump. Aber nicht nur in Amerika. Auch hier sehen wir es
in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich, in Italien, in Österreich, in ganz Europa gewinnen die Patrioten. Und die Zeit für einen Wechsel ist gekommen. Und darum, meine Freunde, macht es mir enormen Mut, euch alle heute hier zu sehen. Dieser Saal voller deutscher Patrioten zeigt mich etwas ganz Wichtiges. Es zeigt mir, dass Deutschland nicht verloren ist, und es zeigt mir, dass Deutschland überleben wird. Ihr alle hier, ihr seid die gute Kraft, die Kraft, die dieses schöne Land wieder auf den richtigen Weg bringt, den Weg in eine patriotische Zukunft, eine sichere Zukunft, eine freie Zukunft, unsere Zukunft. Und die Geschichte fordert euch auf, Deutschland zu retten. Die Geschichte ruft uns alle auf, Europa zu retten, um unsere eigene humanistische, jüdisch-christliche Kultur und Zivilisation, unsere Freiheiten, unsere Nationen, die Zukunft unserer Kinder zu retten. Und wir haben keine Wahl. Wir werden das schaffen. Meine Partei, die PVV in den Niederlanden, Frauke Petri und Markus Pretzel und die AfD hier in Deutschland, Marine Le Pen und Front National in Frankreich. Und ja, Marine Le Pen wird der nächste Präsident Frankreichs sein. Aber natürlich auch Hans-Christian Strache und Harald Filimski und die FPÖ, unsere Freunde in Österreich. Und Tom van Grieken und Gerolf Annemans und unsere Freunde von het Vlaams Belang in Flandern und all die anderen Politiker. Aber ich sage Ihnen, wir Politiker sind nicht wichtig hier. Es geht nicht um uns. Es geht um Sie. Es geht um die Wähler. Es geht um die Menschen hier in diesem Saal, aber auch die Millionen im Land. Nicht wir, sondern ihr seid wichtig. Ihr seid die wahren Helden und die Retter Europas. Und ich danke euch. Unsere Parteien geben den Menschen die Gelegenheit, gute Patrioten zu wählen. Patrioten, die unsere Grenzen wieder sichern wollen. Patrioten, die die Massaneinwanderung stoppen wollen. Patrioten, die die Souveränität unserer Länder über unser Geld, unsere Gesetze und unsere Zukunft wieder herstellen wollen. Wir haben die Europhilen in Brüssel satt, die unsere Länder abschaffen wollen und uns einen undemokratischen Superstaat aufzwingen wollen, indem wir zur multikulturellen Einheitsgesellschaft werden. Zu diesem Europa sagen wir Nein. Ich habe es leider nicht gut gehört. Was sagen wir zu das Europa? Nein! Wir stehen für das Europa der Nationen, das Europa und der Freiheit. Wir werden unsere Länder zurückerobern. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Länder wieder von uns werden. Meine Freunde, dieses Jahr wird das Jahr des Volkes sein. Das Jahr
wo die Stimme des Volkes endlich gehört wird. Das Jahr einer demokratischen und gewaltlosen politischen Revolution in Europa. Das Jahr der Befreiung. Das Jahr des patriotischen Frühlings. In 2 Monaten, nächsten März, werden wir dem niederländischen Volk die Chance geben, die Niederlande zu befreien. Und nächsten April wird Marine, wie ich schon sagte, der nächste Präsident Frankreichs werden. Und nächsten Herbst seid ihr dran. Meine liebe deutsche Freunde, ich bin völlig davon überzeugt, dass mit Frauke Petry die Zukunft Deutschland gesichert ist. Lang lebe der deutsche Frühling! Und ich sage Ihnen, wir werden uns befreien. Wir werden unsere Länder wieder groß machen. Wir werden das schaffen. Überall in Europa wählen wir neue und mutige Politiker, die den Interessen der Menschen dienen. Und zusammen werden wir gewinnen. Meine Freunde, wir leben jetzt in historischen Zeiten. Die Menschen des Westens erwachen. Sie werfen das Joch der politischen Korrektheit ab. Sie wollen ihre Freiheit wieder haben. Sie wollen ihre souveränen Nationen zurück. Und wir, die Patrioten Europas, wir werden ihr Instrument der Befreiung sein. Es lebe die Freiheit. Es lebe die Niederlande. Es lebe Deutschland. Es lebe die Alternative für Deutschland. Ich danke Ihnen.